wäre soweit. Ja, okay. Leandro Putaro, bisher hat es Arminia in dieser Saison noch nicht geschafft, nach einer Länderspielpause ein Spiel zu gewinnen in 3 Versuchen. Warum wird das am Ostersonntag gegen Kiel anders sein? Ich denke, weil wir momentan in einer guten Verfassung sind. Alle fühlen sich gut und wir haben es schon oft genug die Saison gezeigt. Und wenn es noch nicht der Fall war, dass wir nach einer Länderspielpause noch nie gewonnen haben, dann wird es jetzt langsam mal Zeit. Kiel ist Tabellendritter, 6 Punkte vor Arminia mit einem Sieg und dann 41 Punkten würde man nochmal oben angreifen. Bei einer Niederlage müsste man wieder nach unten gucken. Die Liga ist sehr verrückt diese Saison. Wie geht die Mannschaft damit um? Ja, ich denke, die Mannschaft weiß, dass es jetzt umso wichtiger wäre, einen Sieg zu holen. Dann haben wir 41 Punkte auf dem Konto, sind nochmal an Kiel dran, richtig, und können dann mit einem guten Gewissen in die nächsten Spiele gehen. Kiel ist sehr offensiv stark. Das Hinspiel ging knapp 1-2 verloren. Wie schätzt du Kiel ein? Ja, ich denke, Kiel wird offensiv spielen und so wie was man die Saison von ihnen auch schon gesehen hat. Aber ich denke, wir brauchen keine Angst zu haben. Ganz im Gegenteil, wir sind defensiv stark, offensiv genauso. Und ich denke, wenn wir unsere Leistung abrufen, was wir die Saison schon gezeigt haben, werden wir auch das Spiel gewinnen. Ihr spielt jetzt im 4-1-4-1-System seit einigen Wochen. Du bist Stammspieler. Beschreib doch mal, wie es jetzt so für dich persönlich läuft und was du dir noch erwartest. Persönlich läuft es für mich gut. Ich fühle mich wohl, auch auf der Rechtsaußenposition und habe mich daran gewöhnt. Umso schöner wäre es natürlich jetzt mit dem Sieg gegen Kiel. Und ich hoffe, es geht noch weiter nach oben. Wie ist dein Tipp für Sonntag? Jetzt spielt, also Ergebnistipp, 2-0 für uns. Mit einem Tor von Leandro Putaro nehmen. Hoffentlich, ja.